So good morning. I have the privilege to be the first this morning, so I hope you're all very fresh and awaken. Ich spreche nun mein Keynote, also auch etwas ausführlicher, zu dem Panel Kunstsammlungen und nationale Identität. Mein Thema heißt Identitätsstiftung durch Sammeln, am Beispiel der Kunstsammlung des Landes Nordrhein-Westfalen. Einige Vorbemerkungen dazu. Es ist praktisch im Grunde die Ausgangssituation unseres Projektes Museum Global, die ich hier vorstelle und sozusagen sehr en Detail versuche zu analysieren. Wie in den gestrigen Vorträgen auch jeweils ja ein Fokus gerichtet worden ist auf ein Detail, auf einen Ausschnitt der Weltkunst und sozusagen scharf gestellt worden ist, so versuche ich das auch hier zu machen, am Fall unseres Museums und die Gründungsgeschichte unserer Sammlung im Westen Deutschlands in Düsseldorf Ihnen als einem internationalen Publikum zu vermitteln und auch natürlich kritisch zu beleuchten. Unsere Sammlung ist leider zurzeit nicht zu sehen in Originalen, deshalb, weil wir haben eine Deckensanierung, die sich leider verzögert hat. Und deshalb gebe ich Ihnen in der PowerPoint auch Einblicke in die Sammlung, ohne aber natürlich hier die Werke im Einzelnen kommentieren zu können. Das wäre ein anderer Vortrag. Und eine letzte Vorbemerkung zum Ablauf. Nach meinem Vortrag wird gleich, wenn Sie wollen, eine kurze Diskussion stattfinden, die Florence Thomas moderieren wird. Bevor das Panel Kunstsammlungen und nationale Identität startet, denn ich habe nachher einen Termin bei der Ministerin für Kultur wegen des geplanten deutschen Kulturschutzgesetzes und den Sammlern, also auch hier kommt Kunst und Politik wieder sehr eng zusammen. Die Konzeption eines Museums für die Öffentlichkeit ist immer mit einem Auftrag verbunden. Deshalb stelle ich einige Stichworte zur Vorgeschichte der öffentlichen Museen in Deutschland voran. Im Jahr 1754 war in Braunschweig das Kunst- und Naturalienkabinett als erstes öffentlich zugängliches Museum in Deutschland eröffnet worden. Die Eröffnung fand etwa zeitgleich mit dem British Museum in London statt. 25 Jahre später wurde das Museum Fridericianum in Kassel als ein ebenso für die Öffentlichkeit konzipiertes Museum eingeweiht. Im 19. Jahrhundert prägt sich in europäischen Ländern wie in Deutschland oder Frankreich ein immer stärker werdendes Interesse für das systematische Sammeln aus. Einhergehend mit der Industrialisierung beginnen die Kunstwerke auch mehr und mehr zu zirkulieren. 1815 legte Johann Friedrich Städel den Grundstein für die älteste Museumsstiftung in Deutschland. Er maß seiner Sammlung einen so hohen Wert zu, dass er sie allerdings nicht reisen lassen wollte, unter den noch weitgehend schlechten Transportbedingungen seiner Zeit. Walter Graskamp beschreibt in seinem Buch Die unbewältigte Moderne, dass Johann Friedrich Städel als Bedingung in sein Testament eingefügt habe, kein Werk dürfe ausgeliehen werden und somit auch nicht reisen. Ferdinand Franz Wallraff verfügte testamentarisch, dass nach seinem Tod 1824 ebenso seine Sammlung öffentlich zugänglich gemacht werden sollte. Beide, Städel in Frankfurt und Wallraff-Richartz-Museum in Köln, verkörpern die Epoche des bürgerlichen Aufschwungs. Das Interesse an der Avantgarde in Deutschland. Die gesteigerte Mobilität von Menschen, Kunstwerken und auch Informationen förderte Ende des 19. Jahrhunderts das Interesse an zeitgenössischer Kunst. Deutsche Museen wie die Berliner Nationalgalerie und die Pinakothek in München kauften Avantgarde-Kunst, insbesondere damals französische Impressionisten und Postimpressionisten, und führten diese Ankäufe moderner Kunst zum Beginn des Zweiten Weltkrieges fort. So hatte Cézanne 1897 in Deutschland seinen ersten Museumsankauf. Ludwig Justi, der ab 1909 Direktor der Nationalgalerie in Berlin war, plädierte 1918 öffentlich für die Förderung von zeitgenössischen Künstlern. Auch die Museen in unter anderem Essen, Frankfurt, Bremen, Hannover waren zu der Zeit in hohem Maße an zeitgenössischer Kunst interessiert. So hatte zum Beispiel auch die Kunsthalle Mannheim bis 1918 eine bedeutende Sammlung deutscher Expressionisten sowie deutscher und französischer Impressionisten zusammentragen können. Die Situation änderte sich schlagartig mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Ein Großteil der damaligen bedeutenden aktuellen Kunst wurde als entartet bezeichnet, die Künstler vertrieben und ihre Werke aus den öffentlichen Sammlungen entfernt. Die Situation nach dem Krieg ist dramatisch, zerbombte Städte und zerstörte Infrastrukturen. Die Menschen sind auf das individuelle Überleben ausgerichtet, aber auch auf den Wiederaufbau und die Wertefindung. In vielen Ländern der Welt besteht für eine lange Zeit, zum Teil ja auch bis heute, ein gebrochenes Verhältnis Deutschland und den Deutschen.
während Deutschland zuvor vom Großmachtstreben und den damit verbundenen mörderischen Systemen getrieben war, fand es sich nun in der Isolierung wieder. Ich verweile etwas bei der Beschreibung der spezifischen Situation nach 1945, weil sie für die Gründung der Kunstsammlung eine solch wichtige Rolle spielt. Die Stadt Düsseldorf wurde nach der kurzen Phase der Besetzung durch das amerikanische Militär anschließend vom britischen Militär regiert. Die Kultur wurde als wichtige Erziehungsmaßnahme von den Alliierten eingesetzt. Sie war zentraler Bestandteil des Re-Education Programs, wie es von amerikanischer Seite hieß, beziehungsweise der Reconstruction, wie die Briten es nannten. Kunst und Kultur spielten eine besonders wichtige Rolle im Prozess der Entnazifizierung und Demokratisierung. Die Alliierten prüften zum Beispiel, welche Theaterstücke oder Konzerte aufgeführt werden durften. Diese Kontrolle der Einzelprüfung wurde ab dem 24. November 1948 entschärft. Ab diesem Zeitpunkt musste nur ein Wochenprogramm abgeliefert werden. Die sogenannte Control Unit Fine Arts befand sich in Benrath. Moderne Kunst, die während der Zeit des Nationalsozialismus zum Schweigen gebracht worden war, stellte ebenfalls eine Möglichkeit der Neuerziehung der Menschen der Gesellschaft dar. Aufstellungen der französischen Moderne wurden damals gezeigt. Auch die private Sammlung moderner Kunst von Josef Haubrich in Köln, die den entscheidenden Grundstock gebildet hat für das Museum Ludwig, wurde so als kulturpolitisches Instrument genutzt. Ab 1946 tourte sie unter dem Titel Moderne Kunst Made in Germany durch mehrere Städte und sollte dem Aufschwung der Museumslandschaft in Westdeutschland helfen. Durch die Aufteilung Deutschlands in Ost und West verschob sich das politische Machtzentrum, aber auch ein Schwerpunkt der Kunstszene in den Nordwesten, in das Rheinland. Im Jahr 1949 wurde Bonn als provisorische Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland eingesetzt und wenig später die Deutsche Demokratische Republik gegründet. Die Zweiteilung hatte auch Auswirkungen auf die Entwicklung der Kunst, wie Sie wissen, die im Osten staatlich reglementiert war, Funktionalisierung der Kunst im Kalten Krieg und im Westen kulturpolitisch als Bildungsinstrument für die Wiederfindung alter Werte eingesetzt wurde. In den 50er und 60er Jahren wurden im Westen vor allem dank des Wirtschaftsaufschwungs und der Unterstützung von Mäzenen und Privatsammlern neue Museen gegründet. Stuttgart, Hamburg, München, Hannover, Bremen, Essen, Wuppertal, Duisburg, Dortmund und Münster. In der Kunstszene selbst bestand ein sehr großer Nachholbedarf an kulturellen Aktivitäten und es kam zu einer intensiven Entwicklung und regen Betriebsamkeit nach dem Krieg. Die Künstler waren wieder frei von der Bevormundung von der nationalsozialistischen Regierung und die Kunst- und Kulturszene konnte die als entartet bezeichnete Moderne wiederentdecken. Doch bei einem breiteren Publikum herrschten nach wie vor eine mangelnde Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, besonders in den Jahren 1945 bis 1949. Und die Ressentiments gegenüber der modernen Kunst hielten sich in der allgemeinen Bevölkerung hartnäckig. Moderne Kunst wurde immer wieder, wie man es in Zeitungsartikeln auch nachlesen kann, mit entarteter Kunst betitelt. Im Jahr 1953 wurde so der Ankauf des Werkes Kopf einer lesenden Frau von Picasso in Köln stark kritisiert und als Verschwendung von Steuergeldern bezeichnet. Das Interesse an modernen Künstlern von Seiten der Politik wurde mit dem Willen zur sogenannten Wiedergutmachung begründet. Lassen Sie mich einige Bemerkungen zur Wiedergutmachungsdebatte machen, da sie wichtig für die Gründung der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen wird. For our English-speaking colleagues, so I had a discussion with Neil McGregor that it's not possible to translate the German word Wiedergutmachung, and perhaps you shouldn't translate it because it's so much connected to the German history. Wiedergutmachen kommt nach Grimms Wörterbuch von ersetzen, bezahlen, sühnen. Konrad Adenauer, erster Bundeskanzler der Bundesrepublik von 1949 bis 1963, hatte im Vorfeld zum Luxemburger Abkommen mit Israel und der Jewish Claim Conference im Jahr 1951 eine Regierungserklärung abgegeben, in der er Deutschlands Verpflichtung zur moralischen und materiellen Wiedergutmachung deklarierte. Er sprach davon, eine, Zitat, Lösung des materiellen Wiedergutmachungsproblems herbeizuführen, um damit den Weg zur seelischen Bereinigung unendlichen Leidens zu erleichtern. Im Bundestag gab es über viele Jahre den Wiedergutmachungsausschuss, von allen Parteien besetzt.
Theodor Heuss, von 1949 bis 1959 der erste Bundespräsident der BRD, gab 1956 die aufschlussreiche Bemerkung von sich, es gelte nicht zuletzt, sich selbst wieder gut zu machen. Die Verwendung dieses Begriffs, der auch die deutsche Kulturpolitik der 50er und frühen 60er Jahre begleitete, ist später als, Zitat, unerträglich verharmlosend kritisiert worden. So zum Beispiel von Leda Aßmann und Ute Frevert, Geschichtsvergessenheit, Geschichtsversessenheit vom Umgang mit deutschen Vergangenheiten nach 1945, das ist 1999 erschienen. In Deutschland gab und gibt es durch die dezentralisierte Aufteilung in Länder kulturpolitisch eine besondere Situation, die sogenannte Kulturhoheit der Länder. Bereits 1871 war den Ländern in der deutschen Reichsverfassung diese Aufgabe der Kulturpolitik zugewiesen worden. Sie wurde schließlich im Grundgesetz der Bundesrepublik fest verankert. Das Land Nordrhein-Westfalen, das durch britische Militärverordnungen 1946/47 als künstliches Konstrukt geschaffen worden war, hatte die Aufgabe der Kulturförderung an die Kommunen delegiert, regelte aber seit 1954 stärker die Zuständigkeit dafür und erstellte Fachausschüsse. Das Ziel war fortan Förderung und Schutz der Kultur, damit die Kunst, Zitat, frei sein könne, wie dies auch schon in der Weimarer Verfassung festgelegt war. Werner Schütz, der Kultusminister von Nordrhein-Westfalen in den 50er Jahren, beschrieb seine Rolle als ordnend, schützend, helfend und fördernd. Die Nähe zu Westeuropa, die Tatsache, dass Bonn Hauptstadt der Bundesrepublik war, dass es dem Land Nordrhein-Westfalen durch den Wirtschaftsaufschwung besser ging und dass es eine den Künstlern wohlwollende Kulturpolitik hatte, veranlasste viele junge Künstler ins Rheinland zu kommen, wie Günter Uecker, Gerhard Richter, Sigmar Polke und viele andere. Köln und Düsseldorf stiegen zu Zentren des aktuellen Kunstgeschehens auf. Gründung der Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Kurz vor der Gründung der Kunstsammlung 1959 hatte der damalige Direktor des Ulmer Museums, Herbert P., ein Gutachten zur Situation der Düsseldorfer Museen verfasst und die Museen, mit der Ausnahme des Hettchensmuseums, als, Zitat, vorwiegend provinziell bezeichnet. P. riet in seinem Gutachten dazu, eine qualitative Sammlung zusammenzustellen. Zitat, erstrebenswert und wegweisend wäre eine Sammlung beispielsweise von Werken der Kunst des 20. Jahrhunderts von höchster Aussagekraft, deren Werk in der Qualität, nicht in der Quantität, im Exempel, nicht in der Reihe bestünde. Werke solchen Charakters sind im Düsseldorfer Museum bisher nur wenige vorhanden. Da hat schon P. vorformuliert eigentlich unser späteres Konzept. Ein Jahr später wurde dem Land NRW, wie auch einigen Städten in Nordrhein-Westfalen, über den Kunsthändler Ernst Bayerle ein Konvolut von 88 Werken von Klee aus der Sammlung von dem amerikanischen Kunstsammler und Stahlindustriellen David Thompson angeboten. Ich zeige hier Ihnen vier Beispiele daraus. Ich kann natürlich die Sammlung hier nur sehr beispielhaft vorstellen und wie gesagt, wir scrollen da so durch, damit Sie etwas sehen können. Zum einen von Paul Klee Löwen, Man beachte sie, aus dem Jahr 23, dann Paul Klee, Schwarzer Fürst, Kopf mit deutscher Barttracht und ganz außen rechts der Gezeichnete. Dann zeige ich die kosmische Komposition von 1919. Und aus den Spätwerken Paul Klee, Dame und Mode von 38 und Paul Klee, Heroische Rosen. Das Angebot wurde von dem damaligen Kultusminister Werner Schütz abgelehnt. Über den Rahmenfabrikanten Friedrich Konzen, den Privatbankier Kurt Vorberg und den Präsidenten der Industrie- und Handelskammer Ernst Schneider wurde das Angebot aber an den Ministerpräsidenten Franz Meyers herangetragen. Meyers stimmte sofort zu. Er beauftragte den Intendanten des WDR, 6,5 Millionen D-Mark zu sammeln, um die Kleewerke aus der Thompson-Sammlung zu kaufen. Interessant ist jetzt die Begründung dafür. Ernst Schneider unterstrich in einem Brief an Meyers vom 20. Februar 1960 nochmals die Wichtigkeit der Sammlung für den Ort Düsseldorf, der, Zitat, mit einem Schlag wieder den Rang einer internationalen Museums- und Kunststadt erhalten würde. Hatten sich die Museen in Köln und Essen vom Krieg erholt, so waren die existierenden Kunstsammlungen, wie aus P.'s Bericht hervorging, nicht an das aufstrebende Land Nordrhein-Westfalen angepasst. David Thompson besaß eine der interessantesten Sammlungen moderner Kunst seiner Zeit und die größte private Sammlung von Klee und Giacometti.
Er plante eigentlich, seine Sammlung seiner Heimatstadt Pittsburgh zu vermachen, aber band die Schenkung an die Bedingung, dass ihm dort ein eigenes Art Center, ein Museum errichtet werde. Und das geschah aber nicht. Von daher versuchte er, es über Bayerle nach Europa zu verkaufen. Der Ankauf seiner Klee-Sammlung stellte so, sozusagen aus deutscher Düsseldorfer Sicht, eine anerkannte Größe dar, gerade weil es sich um einen nordamerikanischen gleich internationalen Sammler handelte und würde der Stadt Düsseldorf erlauben, sich auf internationalem Niveau zu positionieren. Das Konvolut würde die drittbedeutendste öffentliche Klee-Sammlung darstellen. Die Gründung der Stiftung Kunstsammlung in Nordrhein-Westfalen stellte einen Höhepunkt in der Kulturpolitik der Landesregierung dar, denn sie symbolisierte ein entschieden höheres finanzielles Engagement für die Kunst. Zwei Hauptgründe motivierten den Ankauf. Die Landeshauptstadt Düsseldorf sollte ein kulturelles Zentrum werden und der Ankauf versinnbildlichte den Akt kulturpolitischer Wiedergutmachung. NRW war bisher das einzige Land, das noch kein staatliches Museum besaß. Laut Innenminister Dufus müsse Düsseldorf noch mehr als bisher kultureller Mittelpunkt des Landes werden. Rückblickend, als die bis 1965 angekauften Werke, das waren 63 Gemälde bis 65, in der Kunsthalle zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt wurden, verwies auch der damalige Ministerpräsident Heinz Kühn auf die Abtrennung der Entwicklung der zeitgenössischen Kunst von der Welt für 15 Jahre vor und während des Krieges. Er sah praktisch die Kunstsammlung als einen Lückenschließer und er meinte, dass somit die Sammlung eine kulturpolitische und erzieherische Funktion habe, die Menschen in Kontakt eben mit gerade dieser Kunst der ehemals verfemten Künstler zu bringen. Ich zeige hier die Eröffnung der Klee-Sammlung im Schloss Jägerhof 1961. Und links unten ist der korpulente Herr, das ist der ehemalige Kulturminister, der den Ankauf zunächst abgelehnt hatte. Der Ankauf als Akt kulturpolitischer Wiedergutmachung bezog sich konkret darauf, dass Paul Klee 1933 unter dem Nationalsozialismus fristlos von der Kunstakademie Düsseldorf entlassen worden war. Die Gründung der Kunstsammlung verkörpert die Idee, Paul Klee in Düsseldorf ein posthumes Denkmal zu errichten. Das 1960 gekaufte Konvolut umfasst Werke fast all seiner Schaffensphasen. Auch nach dem Ankauf von 1960 wurde die Sammlung ergänzt und Klee als Seele der Kunstsammlung verstanden. Heute umfasst die Sammlung 101 Werke. Der Akt der Wiedergutmachung als Leitmotiv der Kunstsammlung trat verstärkt Mitte der 60er Jahre hervor. In der Zeit von 1966 bis 1985 wurde die Klee-Sammlung auf Reisen durch die ganze Welt geschickt, unterstützt mit finanziellen Mitteln des Auswärtigen Amtes. Die ersten Stationen waren programmatisch das Israel-Museum in Jerusalem und das Tel Aviv-Museum. Danach reiste die Sammlung unter anderem nach Belgrad, Bukarest, Prag, Buenos Aires, Tokio, Lissabon, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Barcelona und Madrid, Mexico City, Sydney, Melbourne, Kairo, New Delhi, Caracas, Bogota, Manila, Singapur, Hongkong, Auckland und so weiter und so fort. Ich habe noch gar nicht die europäischen Stationen genannt. Der frühere Präsident der Europäischen Kommission, José Manuel Barroso, hat mehrfach berichtet, wie prägend für ihn als Kind die Besichtigung einer Ausstellung dieser Klee-Sammlung in Lissabon gewesen sei. Aus der Wahrnehmung eines eher grauen Alltags in seiner Heimatstadt heraus habe sich ihm plötzlich eine andere, mögliche, farbigere Welt eröffnet. Er ist sehr oft hier und erzählt diese Geschichte immer wieder. Der Ankauf der Klee-Sammlung wurde aber nicht überall positiv rezipiert, sondern auch als kritisch betrachtet, insbesondere von der Presse oder Politikern anderer Parteien. Die Welt vom 8. Juli 1960 berichtete von einem Protest der Arbeitsgemeinschaft Westdeutscher Museums- und Kunstvereine gegenüber dem neureichen Übermut der Landesregierung NRW. Eine eigene Landessammlung bedeutete wachsende Konkurrenz und neue Maßstäbe. Kritisiert wurde auch das finanzielle Ungleichgewicht und so weiter. Das sind natürlich so diese lokalen Reaktionen und die Streitigkeiten. Die Welt vom 12. Juli 1960 vertiefte den finanziellen Aspekt. Bei dem Angebot von Bayerle hatte das Land NRW die Städte Essen und Bonn um 2 Millionen überboten. Also es gab eine richtige Konkurrenz um diese Erwerbung der Klee-Sammlung in Nordrhein-Westfalen. Das war uns selber gar nicht vorher so bewusst. Auch die Museen selbst nahmen eine kritische Haltung ein, als vom Aufbau einer landeseigenen Sammlung gesprochen wurde. So auch das Walra-Frichertz-Museum in Köln, das die Landesgalerie als direkte Konkurrenz bei Ankäufen empfand. Der Generaldirektor Kölner Museen verlangte einen finanziellen Ausgleich vom Land
auch um die durch den Krieg und die Restitutionen bedingten Verluste auszugleichen. Für 1961 wurde 1 Million D-Mark im Haushaltsplan des Landes für die Sammlung vorgesehen. Immer wieder forderten Museen und gegnerische Parteien einen finanziellen Ausgleich für die schon bestehenden Museen in NRW. Franz Meyers ging schließlich darauf ein. Im Haushaltsplan von 1962 wurden jeweils 2,65 Millionen D-Mark für die Ankäufe der Landesgalerie und für Museen in NRW vorgesehen, sowie 6 Millionen für den Wiederaufbau respektive Neubau von Museen. Das ist, glaube ich, ein einzigartiges Prinzip. Immer all das Geld, was in dieses Museum geht, wurde zu gleichen Teilen an die anderen Museen des Landes vergeben. Kurt Vorberg schlug Werner Schmalenbach als Direktor vor. Schmalenbach besprach seine Idee mit dem Kulturdezernenten in Düsseldorf, mit der Klee-Sammlung als Grundlage ein am MoMA orientiertes, also am MoMA New York orientiertes Museum für moderne Kunst aufzubauen. Neben Schmalenbach fasste die Landesregierung auch P. ins Auge für diese neue Aufgabe. Schmalenbach argumentierte damit, etwas Außerordentliches zu schaffen. Zitat, und gewiss wird der Ruhmestitel für das Land Nordrhein-Westfalen als Eigentümer und für die Stadt Düsseldorf als Ort des Museums unvergleichlich viel größer sein, wenn, jetzt wird es ganz wichtig, weil da ist eigentlich schon das Spätere drin, wenn auf jegliche geografische Beschränkungen verzichtet wird. Nur so kann das Museum zu einem Schauplatz ersten Ranges für das große künstlerische Gespräch und zu einem Anziehungspunkt für Menschen aus allen Ländern werden. Unser Kolloquium belegt ja auch das Schönste, dass das Wirklichkeit geworden ist. Aber es ging sogar so weit, dass eigentlich der Bezug zum Land und zu Düsseldorf quasi geradezu ausgeschlossen war in der Sammlungspolitik. Ankäufe unter Schmalenbach 1962 bis 1990. Als Schmalenbach Leiter der Sammlung wurde, markierte er einschlägig den zukünftigen Charakter und das Image, das die Landesgalerie einnehmen sollten. 1920 in Göttingen geboren, zog er wegen einer Professur der Philosophie seines Vaters in Basel bald in die Schweiz. Dort studierte er von 1938 bis 1945 Kunstgeschichte an der Universität Basel mit den Nebenfächern Archäologie, Germanistik und Ethnologie. Zu den frühen Erlebnissen, die seine Beziehung zur Kunst prägen sollten, von denen er immer wieder erzählt hat, zählt der Besuch der Ausstellung und Auktion Entartete Kunst 1939 in der Galerie Fischer in Luzern. Als 18-Jähriger hat er diese mit seinen Eltern besucht. Werner Schmalenbach war halb jüdisch und seine Familie hatte polnische Wurzeln. Für ihn bedeutete dieser Eingriff ins künstlerische Schaffen das deutsche Desaster. Ihm war sofort klar, dass man mit den dort ausgestellten Werken, ich zitiere, mit einem einzigen Schlag ein Weltmuseum der Kunst des 20. Jahrhunderts begründen könnte. Es war gerade diese Lücke in der deutschen Kunstgeschichte, diese Kunst, die über 12 Jahre verboten und verfemt wurde, die er später für die Kunstsammlung mit allen Mitteln sichern wollte. Von der Außenperspektive aus der Schweiz, verfolgte er den Zweiten Weltkrieg und distanzierte sich von seinem Heimatland. 1946 hat er die Schweizer Staatsbürgerschaft angenommen. Das hieß offiziell das schweizerische Aktivbürgerrecht. In einem seiner Bücher beschreibt er, Zitat, Deutschland war seit 1933 ein fremdes Land geworden. Ich fühlte mich in Paris zu Hause, das ich schon vor dem Krieg besucht hatte und wohin ich häufig fuhr. Und zu Hause fühlte ich mich auch in der französischen Kunst. Mir war vor allem der Kubismus näher als der deutsche Expressionismus. Und das bedeutete bei mir einen Riegel gegen etwas, das ich als Furor Teutonicus missdeutete. Also auch seine ganze Haltung bei den Ankäufen ist sehr stark auch daraus abzuleiten. Diese Haltung trat bei seinen Ausstellungen und Ankäufen in den folgenden 28 Jahren immer wieder zutage. Bevor Schmalenbach nach Düsseldorf kam, war er Direktor der Kästner Gesellschaft in Hannover gewesen, des führenden Ausstellungsortes für zeitgenössische Kunst, und hatte hier hauptsächlich Werke der École de Paris und der Nachkriegsabstraktion ausgestellt. In Düsseldorf konzentrierte er sich auf Paris als künstlerisches Schaffensepizentrum, beginnend mit dem Fauvismus, gefolgt vom Kubismus und Surrealismus. Gleich in seinem ersten Jahr als Direktor der Landesgalerie sicherte er Hauptwerke wie zum Beispiel Georges Braque, Nature morte, Harpe et Violon von 1911, Feininger, Umfassstedt 1 von 1914, Fernand Léger, Contraste de Forme von 1914,
Jean Miro, Personnage Rhythmique von 1934. Georges Rouault, Marocain um 1913. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Schmalenbach förderte aber auch deutsche Künstler, die zu der Zeit in Vergessenheit geraten waren. Unter ihnen waren Kurt Schwitters, den er unter anderem auf der Biennale von Venedig 1960 zeigte, oder Julius Bissier, den er immer wieder durch Ankäufe unterstützte. Ein Beispiel von Bissier, der so wahnsinnig wichtig für Schmalenbach, aber auch für die Kunstsammlung geworden ist. Schmalenbach verfolgt während der nächsten 28 Jahre eine europäisch und nordamerikanisch ausgerichtete Sammlungspolitik. Der zukünftige Kern der Kunstsammlung ist eng mit seiner Sicht und seinem Geschmack verbunden. Sein Schwerpunkt lag auf den Gemälden. Und dies, kann man sagen, in einer Zeit, wo die Kunstszene Abstand vom Tafelbild nahm. Insgesamt kaufte er nur zwei Skulpturen. 1980 das Combine-Objekt Inside Out von Robert Rauschenberg und 1963 den Tisch von Günter Uecker. Er legte hohen Wert auf das Auge und das Sehen. Man könnte fast sagen, dass Schmalenbach visuell, rein visuell Werke ausgewählt hat. Für ihn war das Qualitätsprinzip ausschlaggebend. Und er sah die Sammlung als aus singulären Kunstwerken bestehend an. Also war kein enzyklopädisches Sammeln. Bei ihrem Betrachten sollte laut ihm ein, Zitat, Hochgenuss von Bild zu Bild erzeugt werden. Er verfolgte das Ziel, Zitat, eine Landessammlung mit dem Anspruch einer Nationalgalerie zusammenzustellen. Also Düsseldorf an der Stelle von Berlin. Ein Motto, das auch heute noch viele dazu führt oder verleitet, die Kunstsammlung als heimliche Nationalgalerie zu bezeichnen. Schmalenbach stand eine dreiköpfige Ankaufskommission zur Seite. Einen Widerspruch duldete er, wie er oft augenzwinkernd betonte, allerdings nicht. Allerdings hat er sehr ausführlich jede seiner Ankaufsentscheidungen immer in vielen Publikationen öffentlich begründet. Édouard Boucan schrieb im ersten Satz seines Nachrufes in der FAZ am 7.7.2010, was wir als Deutsche über moderne Kunst wissen, haben wir von Werner Schmalenbach gelernt. Auch einige Arbeiten der 88 Klee-Werke aus der Sammlung Thomson schienen ihm nicht seinem Qualitätsanspruch zu genügen. Als er 74-75 das Gemälde Le Violoniste von Chagall erwerben wollte, sah er eine Möglichkeit, schwächere Arbeiten, wie er sie nannte, dagegen zu tauschen. Das Gemälde war ihm für 1,5 Millionen D-Mark angeboten worden von einer britischen Galerie. Und er schlug der Galerie ein Tauschgeschäft vor und bot drei Werke aus der Kleesammlung dafür an. Die Galerie ging aber schlussendlich nicht auf den Handel ein. In Briefen an das Ministerium benannte Schmalenbach diese schwächeren Arbeiten, die man verkaufen sollte, um die Sammlung aufzuwerten, auch mit Titeln. Auf der Liste stand unter anderem Omphalozentrischer Vortrag von Paul Klee. Das ist das hier. Diese Intention lässt nicht nur auf Schmalenbachs Beurteilung von Qualität schließen, sondern wirft die Frage auf, ob eine öffentliche Sammlung oder Institution das Recht hat, dritt- oder viertrangige Werke zu veräußern. Sehr interessant, weil es damals wirklich eine ethische Debatte gab, ausgelöst dadurch. Einige Politiker distanzierten sich von dem Vorschlag, um nicht einen Präzedenzfall zu schaffen. Letztlich aber ist in einer finalen Abstimmung im Kuratorium der Kunstsammlung hat die Stimme seines größten Konkurrenten Peter Ludwig einen Tausch oder Verkauf verhindert. Hinsichtlich Schmalenbachs Strategie muss man auch die Tatsache berücksichtigen, dass für die Präsentation der Sammlung bis zur Eröffnung des Neubaus am Grabbeplatz 1986, so hier in dem Gebäude, kein angemessenes Ausstellungshaus zur Verfügung stand. Als Franz Meyers den Ankauf 1960 in die Wege leitete, wurde ein Ausstellungsort nur nebensächlich bedacht. Eine Idee sah vor, dass die Kleesammlung praktisch permanent auf Tour gehen würde, durch die Kommunen zum Beispiel, aber auch durch die Welt. Sie wurde dann im Schloss Jägerhof gezeigt, was aber nicht Schmalenbachs Anspruch auf einen großen und neutralen Ausstellungsort genügte. Angesichts dieser Tatsache konzentrierte er sich auf das Sammeln selbst zunächst. Erst viel später kam das Ausstellen als Thema dazu. Zudem kommt, dass er über eine sehr hohe finanzielle Sicherheit und freie Entscheidungsmöglichkeit verfügte. In seinen ersten Amtsjahren betrug der Ankaufsetat knapp 10 Millionen Mark pro Jahr. Ab 1965 wurde der Etat dann aber doch zusammengestrichen, sodass man sagen kann, erstaunlicherweise, dass ein Drittel seiner Ankäufe, die er insgesamt bis 1990 tätigte, zwischen 1962 und 1965 stattgefunden haben. Ein Drittel aller Ankäufe waren in diesen drei Jahren.
zeige daraus aus dieser frühen Zeit der Ankäufe einige Beispiele. Das sind jetzt Ankäufe aus dem Jahre 1964, aber auch nur ein kleiner Teil. Carlo Carrà, La Figlia dell'Ovest aus dem Jahr 1919, Giorgio de Chirico, Les Deux Sœurs aus dem Jahr 1915, Henri Matisse, Intérieur Rouge, Natuurmorts sur Table Bleue von 1947. Pablo Picasso, Grand Profil, Jacqueline von 1963. Dieses wunderbare Frühwerk von Miró, Jean Miró, Nu au Miroir von 1919. Georges Braque, L'Atelier 2, 1949. Ernst Wilhelm Ney von 1961, Zirkelzeichen. Und natürlich der fantastische Pollock, Number 32 von 1950. Im Jahr 1964 erwarb Schmalenbach 21 Gemälde, 12 davon dank einer Spende des Westdeutschen Rundfunks. Wie wir angesichts der Diskussion um den Verkauf der Sammlung des WDRs wissen, sind diese Einnahmen aus Werbeeinnahmen, ist das Geld aus Werbeeinnahmen zustande gekommen. Ein Jahr später konnte er trotz Kürzungen von Seiten des Kulturministeriums und dank einer weiteren Spende des Westdeutschen Rundfunks immerhin noch 33 Ankäufe tätigen. Unter anderem Piet Mondrian, Rhythmus aus geraden Linien 1937-42 oder Max Ernst, The Cocktail Drinker von 1945. Dann verringert sich die Anzahl der Erwerbungen drastisch. 1966 sind es nur noch 9 Kunstwerke, 1967 nur noch 4, die der Kunstsammlung hinzugefügt werden können. Neben der vorrangig Paris-basierten europäischen Moderne sicherte Schmalenbach auch frühzeitig die amerikanische zeitgenössische Kunst für die Sammlung. Im Jahr 1959 war er Mitglied des Arbeitsausschusses der Documenta in Kassel, 5 Jahre später noch einmal. Auf der zweiten Documenta, also 59, war neben europäischen, deutschen und auch Düsseldorfer Künstlern bereits eine große, umfangreiche, bedeutende Gruppe an amerikanischen Künstlern vertreten. Das war sozusagen die allergrößte Gruppe, kam aus Amerika bei dieser Documenta. Das war größtenteils organisiert worden vom Director of Circulating Exhibitions, also vom Ausstellungsleiter oder dem Leiter der reisenden Ausstellungen des MoMA. Auch dort finanziert vom Auswärtigen Amt. Zu ihnen zählten Alexander Calder, David Smith, Robert Rauschenberg, Jackson Pollock, Mark Tobey, Motherwell, Barnett Newman und viele mehr. Schon im Jahr 1964 erwarb Schmalenbach für die Kunstsammlung mehrere Werke von nordamerikanischen Künstlern. Das Hauptwerk Number 32, 1950 von Pollock, was ich ja eben schon gezeigt habe und was er auf der zweiten Documenta gesehen hat, ausgestellt, erlebt hat. Überhaupt ist im Rheinland extrem früh nordamerikanische Kunst erworben worden, seit 1961 bereits. Und seit 1967 spielt dann die Sammlung Konrad Fischer eine große Rolle, die zu einem Schnittpunkt wird zwischen der deutschen und der amerikanischen Kunstszene. Das sind noch Werke, die 1964 von Schmalenbach erworben worden sind, aus dem Kontext der amerikanischen Künstler. Mark Tobey, der aber dann 1960er nach Basel übergesiedelt war, Shadow Spirits of the Forest und Composition Noir Region von Sam Francis. Auch er war ja nach Europa gezogen und lebte ab 1950 in Paris. Von Robert Rauschenberg folgten 1968 Quote und Wager. Diese Ankäufe weisen deutlich auf die eigentliche Satzung der Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen hin. Denn es wurde 1961 in der Gründungsurkunde festgehalten, Zweck der Stiftung ist es, Werke der zeitgenössischen bildenden Kunst zu erwerben, deren Bestand sowie Leihgaben zu verwalten und so weiter und so fort. Schmalenbach sah allerdings das aktuelle Kunstschaffen eng auch mit Risiko und Experiment verbunden und distanzierte sich davon, wo früher aber auch zu seiner Zeit schon oft in der Presse kritisiert wurde. Es war ein Grund, warum er 1967 unter Protest aus dem Beirat der Documenta 4 austrat, weil er sich von der unmittelbaren Gegenwartskunst distanzierte, wobei gerade bei dieser Documenta zahlreiche Düsseldorfer Bildhauer vertreten waren. Man muss ja auch bedenken, dass seit 1958 hier Zero, Fluxus, Beuys und die wichtige Kunstakademie hier natürlich eine ganz führende Rolle gespielt hat. Zum Teil sah man seine Sammlungspolitik als sehr klassisch an. Schmalenbach verteidigte in seinen Reden immer wieder, wieso sein Fokus klassisch sei. Er wolle eben gerade keine neu entdeckten Künstler ankaufen, da er das zeitgenössische Kunstschaffen als nicht verbunden mit dem Konzept des Museums und dem Sammeln für ein Museum empfand.
Er sprach davon, dass es ihm nicht um lebende, sondern um überlebende Künstler gehe. Dennoch unterstützte er zeitgenössische Künstler durch Ankäufe, unter ihnen Dubuffet, Giacometti, Ney und Bissier. Goller und Klapeck verhalf er von regional zu überregional oder international bekannten Künstlern aufzusteigen. Einen Aspekt seiner Ankaufsstrategie muss man allerdings heute sehr kritisch betrachten. Kaufte er Kunstwerke von rund 72 Künstlern, so gingen während seiner Amtszeit Werke von nur 2 Künstlerinnen in die Sammlung über. Prozentual sind es nur 2,7%. Das ist zum einen Maria Helena Vieira da Silva, die er aufmerksam verfolgte und in Hannover ihr bereits sehr früh eine große Ausstellung gewidmet hatte. Gleich 1962, also an seinem ersten Ankaufsjahr, erwarb er ein Gemälde für Düsseldorf. Das ist auch insofern interessant, da die Künstlerinnen der 50er Jahre auch gerade wiederentdeckt werden und ich gestern gehört habe, dass Vieira da Silva auch in einem wichtigen Museum in Deutschland eine Ausstellung demnächst bekommen soll. Le Métro Aérien von 1955. 1965 folgte ein zweites Kunstwerk von ihr, Les Drapeaux von 1939. Sie hat ja ein unheimlich bewegtes Leben selber. Sie ist in Lissabon geboren, hat aber dann 1930 den ungarischen Maler Arpad Cenes geheiratet, ist mit ihm dann später nach Rio de Janeiro gezogen und dann wieder zurück nach Paris. Also es ist auch so eine spannende, gemischte Biografie. Die zweite Künstlerin, die unter Schmalenbach in die Sammlung überging, ist Lee Bontecue. Dies war jedoch kein gezielter Ankauf, sondern eine Schenkung, wobei Schmalenbach auch jede Schenkung genauso streng überprüfte wie einen bewussten Ankauf. Lee Bontecue, 1931 geboren, anteiltet 1959 bis 60. Lee Bontecue war vertreten von dem mächtigen Galeristen Leo Castelli in New York, bei dem Schmalenbach einen ganz großen Teil auch seiner nordamerikanischen Künstler erworben hat. Also von daher war sie schon ziemlich stark im Kanon. Es zeigt auch, dass Pontus Hultin, der sehr ähnlich gesammelt hat wie Schmalenbach für Stockholm, auch Lee Bontecue als einzige Künstlerin in seine Sammlung aufgenommen hat. Schmalenbachs Vision des Museums. Zitat, der eigentliche Ehrgeiz ist ein doppelter. Einmal soll weiterhin der elitäre Charakter der Sammlung gewahrt bleiben, da es sich der Absicht nach um eine Elite von Werken der Kunst dieses Jahrhunderts handelt. Andererseits aber soll dieser Charakter durchbrochen werden, insofern sich das Museum keinesfalls an eine gesellschaftliche Elite wendet, sondern an alle. Das hat von sehr früh, als einer der ersten in Deutschland, hat er einen Schwerpunkt auch auf Kunstvermittlung und Didaktik gelegt, weil es dann dieses immer die andere Seite war und dieser Gegenpol. Noch ein weiteres Zitat, das sehr aufschlussreich ist, auch in Bezug auf heute möglicherweise. Und dies sei noch gesagt, Zitat, in den unruhigen Jahren um 1968 forderte man auch von den Museen, vor allem Information und Dokumentation. Dies widersprach und widerspricht dem Selbstverständnis der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Sie sehen, was das für eine Vorgabe für heute bedeutet. Soweit hier Bilder gesammelt werden, geht es nicht um Information oder Dokumentation, sondern immer nur um die Bilder selbst. Es besteht die Meinung, die Kunstgeschichte gehöre nicht an die Museumswand, sondern zwischen zwei Buchdeckel. So wird in begleitenden Katalogen und Büchern Wissenswertes und Erklärendes vermittelt. Die Vermittlungsaufgabe wird ernst genommen, aus der Erkenntnis heraus, dass ein Museum in dieser Zeit ein Dienstleistungsbetrieb ist. Jedoch, die Bilder an den Wänden bleiben von all dem unberührt. Sie haben sich auf ihre eigene Eloquenz zu beschränken, die in ihrer Wirkung lediglich durch die Qualitäten des Hauses unterstützt wird. Licht und Raum. So sind die Bilder sich selbst überlassen. Aber nicht selbst überlassen ist der Besucher. Ich zeige jetzt ein Beispiel, aus der aktuellen Präsentation der Sammlung, aber sie ist, weist eigentlich keinen so großen Unterschied auf zu der anfänglichen Präsentation nach der Eröffnung hier in dem Gebäude 1986. Also das Prinzip Oberlicht, weiße Wände, jedes Werk steht für sich und hat Raum. Und noch ein anderes Beispiel, genau, hier ist noch ein gutes Beispiel auch. Das ist jetzt aus dem letzten Jahr gewesen. Licht und Raum spielen auch heute noch eine wichtige Rolle für uns.
Die Dramaturgie des Gebäudes ist hochinteressant. Sie werden vom Platz hier hinaufgeführt, sagen bis nach oben, wo eben das Oberlicht plötzlich einen überwältigt und man sozusagen richtig, es gibt ein richtiger Sog nach oben in die Sammlung, wo man dann eben mit diesem wunderbaren Licht konfrontiert wird. Es gibt aber auch andere funktionsorientierte Bereiche des Hauses, diesen Hörsaal, ungewöhnlich eben, wirklich einen Hörsaal zu schaffen und auch einen weiteren Bau dort hinten für die Kunstvermittlung, die damals BCOM, Bildung Kommunikation genannt wurde. Aber die Sammlung wird im White Cube gezeigt, bis heute, ist sozusagen eine bestimmte Form von Ästhetik und die Werke erscheinen pur. 1968 wurde ein Teil der Sammlung vorgestellt, nämlich 183 Werke, und zwar in der Kunsthalle. Und interessanterweise hat damals Werner Schmalenbach unsere Sammlung mit der Sammlung des Museums Moderner Kunst in Sao Paulo verglichen. Dem müsste man noch mal weiter nachgehen. Er war nämlich, hat eine große Rolle in Sao Paulo gespielt. Er war 1961 deutscher Kommissar der Sao Paulo Biennale und 1963 noch einmal. Und 1961 hat er bis hier in Schwitters gezeigt und das hat immens viel ausgelöst dort. Das ist sozusagen eine andere Geschichte, die ich hier nur andeuten kann. Denn von dieser Schwitters-Ausstellung gingen Impulse auf die brasilianische zeitgenössische Künstler über. Helio Eutitica greift zum Beispiel Schwitters Umgang mit dem Raum in seinen eigenen Analysen auf. Also das ist eine Geschichte, die man sicher im Museum global entfalten kann. Schmalenbach war grundsätzlich sehr interessiert an Weltkunst. Ich möchte auch erwähnen, dass er 1988 Wilfredo Lahm eine Ausstellung gewidmet hat, der gerade im Centre Pompidou eine große Retrospektive erfahren hat und auch in der Tate gezeigt wird. Ja, auch ein Künstler mit einer intensiven, gemischten Biografie, kubanischer Abstammung, später französischer, surrealistischer Maler, Vater Chinese, Mutter Afroeuropäisch. Und 1988 hat er hier eine Ausstellung schon gehabt. Im gleichen Jahr eine Ausstellung zur afrikanischen Kunst. Schmalenbach selbst hat 1955 seine Doktorarbeit vorgelegt zu dem Thema die Kunst der Naturvölker als Anregungsquelle für die europäische Kunst bis 1900. Mit einem ganz bestimmten Primitivismusbegriff, den es auch noch mal gilt, ausführlicher zu untersuchen. Er selbst sammelte leidenschaftlich afrikanische Kunst, aber er trennte dies strikt von der Aufgabe, die er hier für sich für die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen sah. Er war auch sehr frühzeitig am Film interessiert, also in den 40er Jahren, sehr früh war er spezialisiert auf das Thema des Films und wurde deshalb 1945, bevor er dann nach Hannover ging, Assistent am Gewerbemuseum in Basel. Also auch für angewandte Kunst hatte er einen offenen Blick. Aber hier blieb er sozusagen streng und pur. Und das ist ja auch das, was man als ganz große Leistung seiner Sammeltätigkeit immer herausstellt, diese Konzentration. Ich zitiere ihn nochmal, beim Aufbau der Sammlung aber kam es niemals auf die möglichst lückenlose Darstellung der Geschichte an, sondern immer nur auf eine möglichst dichte und starke Ansammlung künstlerischen Potenzials. Es wird nicht nach fehlenden Künstlern oder Strömungen Ausschau gehalten, sondern nach Werken, durch die dieses Potenzial sich verstärkt. Mit dem zeitlichen Wandel in der Gesellschaft und im Publikum ändern sich aber auch unweigerlich die Ansprüche an eine staatliche öffentliche Kunstsammlung mit dem Auftrag, ein Museum für zeitgenössische Kunst zu sein. Und knüpft man an die Anfänge an, den Einzelmenschen wie auch ganze Gesellschaften möglicherweise durch die Kunst in positiver Weise zu beeinflussen. Armin II. Trat sein Amt als Schmalenbachs Nachfolger 1991 an. Ich kann an dieser Stelle seine immerhin auch zwischen 1991 bis 2008 umfassende Spanne seiner Tätigkeit hier und seiner Ankaufstätigkeit nicht in der eigentlich notwendigen Intensität abhandeln, zumal es mir jetzt vorrangig um die Analyse der Gründungsgeschichte geht und der Frage, was daraus für die heutige und zukünftige Zeit abzuleiten ist. Deshalb hier nur kurz einige Stichworte. Auch Armin II. Setzte internationale Standards. Sehr deutlich sprach er in einem Interview aus, meine Orientierungspunkte sind London, Paris, New York, Mailand. Vielleicht irgendwann Moskau und St. Petersburg. Das hat er 1993 gesagt. Als ersten Akt, durchaus auch der Provokation, stellte er Joseph Beuys im ganzen Gebäude aus.
den Künstler, mit dem sein Vorgänger so sehr gehadert hatte, und erwarb neben vielen anderen Arbeiten von Beuys vor allem sein wunderbares letztes Hauptwerk, den Raum Palazzo Regale. Als kleine Anmerkung, anknüpfend an unsere Vorgeschichte, haben wir uns entschieden, diesen Raum auch reisen zu lassen und haben ihn bewusst auf die Bitte hin nach Jerusalem ins Israel-Museum geschickt, 2011. Zweite erkannte in den fehlenden Skulpturen und Installationen das große Defizit der Sammlung, die als zeitgenössische Sammlung ja begründet worden war. So vervollständigte er den Bestand der Kunstsammlung um Skulpturen von nordafrikanischen Künstlern wie Barnett Newman, Cy Twombly, John Chamberlain, Donald Judd, Robert Morris, Richard Serra und Sir Lewitt. Ich zeige nochmal einige Beispiele hier, Chamberlain, Sir Lewitt und Donald Judd auf dieser Folie. Die meisten Kunstwerke, die er erwarb, waren nicht älter als 30 Jahre zur Zeit des Ankaufs. Erwerbungen im Bereich der klassischen Moderne waren natürlich damals nur noch sehr schwer zu leisten, was auch an der Preisentwicklung lag. Neben weiteren Werken von Klee konnte er im Jahr 93 die kleinen Gipsskulpturen von Max Ernst, die ich gerade hier zeige, und 1999 Max Ernst Gemälde La Carmagnole de l'Amour erwerben. Genau, das zeige ich jetzt nicht. Vier weitere Werke der modernen Kunst fließen unter seiner Zeit als Direktor in die Kunstsammlung ein. Das ist einmal 95 Le Jour Gigantesque von Magritte, ein weiteres wichtiges Werk von Magritte, aber auch hier, was ich zeige, Venus de Milo von Salvador Dalí. Auch bei Armin Zweite besteht eine große Differenz zwischen den Ankaufen männlicher und weiblicher Künstler, denn sieht man von den Künstlerinnen ab, die aus der Videoedition Global Art Rhineland 2000 oder auch aus der Sammlung Ackermann stammen, so sind es auch nur, also die bewusst oder gezielt getätigten Ankäufe von Künstlerinnen, insgesamt 5,4%, wenn man das so zählen möchte. Ein kleiner Hinweis, ist auch mehrfach hier zum Tragen gekommen, in seiner Zeit fand auch eine sehr interessante Ausstellung statt, wo auch Bernhard Lüthi, der uns ja hier begleitet, eben stark mit involviert war, die Ausstellung Arat Yara, die Kunst der ersten Australier, 1993, als Ausstellung. Wie gesagt, diesen Teil der Vorgeschichte kann ich hier nicht gründlicher analysieren, aber es geht ja nun darum, die Gründungsgeschichte und den ursprünglichen Auftrag als Grundlage dafür zu nehmen, dass jeder, der kommt, jeder der nachfolgenden Direktoren, wird sich in irgendeiner Weise dazu verhalten, sich abstoßen oder anknüpfen. Nun komme ich zum Ausblick auf die jetzige Zeit. Ich habe es ja im Grunde in meinem Einführungsstatement am vorgestern Abend, bin ich ja von dem Zeitpunkt der Gegenwart ausgegangen und habe in das Museum Global Projekt eingeführt, und möchte beschreiben, was wir unternommen haben in den letzten Jahren seit 2009, um zu versuchen, stärker zu reagieren auf den gesellschaftlichen Wandel unserer Zeit, auf das sich veränderte Publikum, als öffentliche Institution Modelle zu reflektieren und möglicherweise aufzubrechen. Als ein Beispiel zeige ich, dass eine neue Form der Präsentation der Sammlung sozusagen die sogenannte vergleichende Kunstgeschichte war, also Konfrontation mit dem, was bisher ungewohnt war. Zunächst einmal die klassische Moderne mit Werken der zeitgenössischen Kunst. Wir sehen hier Mondrian mit Gerd Richter, Thomas Hirschhorn mit Max Beckmanns Die Nacht im Dialog. Wichtig war es uns auch, die Betrachter in Bewegung zu versetzen. Einerseits physisch, körperlich, wirklich im Raum sie in Bewegung zu versetzen, als auch intellektuell. Ein Beispiel dafür, für diese Form, wie wir auch das Publikum versucht haben, neu zu aktivieren, ist die seit 2009 eingeführte Reihe zur öffentlichen Vorbereitung der Beuys-Ausstellung gewesen. Eigentlich könnte man sagen, an Beuys anknüpfend, dem Prinzip der permanenten Konferenz folgend. Eine Form auch der Partizipation des Publikums. Unsere Beuys-Ausstellung wurde gewissermaßen unter Beteiligung des Publikums ein Jahr lang in der permanenten Diskussion im öffentlichen Raum vorbereitet. Und darüber auch ist vieles eingeflossen, was aus diesen Gesprächen errungen worden ist. Das wird bis heute fortgesetzt. Im Moment eben unter dem Zeichen Museum Global finden jeden Donnerstag Diskussionen statt. F3, Futur 3, Annäherung an eine ungekannte Zukunft.
Ein weiteres Prinzip ist eben dieses physische in Bewegung setzen des Betrachters. Ich gebe hier als Beispiel den Aufbau der Joseph Beuys Ausstellung. Joseph Beuys selber hat ja als Künstler in den 60er Jahren sehr früh schon damit gearbeitet, dass seine Ausstellungen eine Art Parcours oder geradezu Hindernisläufe waren, durch die der Betrachter in einer bestimmten Weise sich bewegen musste. Und das spielte eine große Rolle bei unserer eigenen Beuys Ausstellung und auch bei unserer Sammlungspräsentation. Wir haben es übertragen auf die Präsentation unserer Sammlung. Diese Frage, wie verhält sich der Mensch auch körperlich mit seinen Sinnen zum Werk? Ein weiter wichtiger Punkt war grundsätzlich die bekannten 5 Aufgaben des Museums nach ICOM: sammeln, bewahren, forschen, ausstellen, vermitteln, zu ergänzen um den Punkt der Anregung der künstlerischen Produktion. Das haben wir auf vielfältige Weise getan. Zum einen, indem wir viele In-situ-Arbeiten in Auftrag gegeben haben, die auf den spezifischen Ort reagiert haben, auf die Architektur reagiert haben. Also links oben Sarah Morris bei unserem Paul-Klee-Platz, links unten Jupp von Lieshout, der das Café hier im Hause mit einer neuen Installation sozusagen neu aufgeladen hat. Rechts oben Olafur Eliasson, der sich auseinandersetzt mit diesem Tageslichtmuseum und sein eigenes künstliches Tageslicht dagegen setzt. Und rechts unten im Schmälehaus, was Sie gestern Abend ja zum Teil gesehen haben, die wunderbare Installation des noch sehr jungen Künstlers Andreas Schmitten, eben in diesem historischen Gebäude. Auch eine weitere Maßnahme war, gezielt zu gucken, Werke der Künstlerinnen nachzukaufen. Denn hier muss man sagen, Ausstellungen allein reichen nicht. Es geht darum, wirklich dauerhaft sie in der Sammlung zu verändern, wenn ein Kanon auch für die Zukunft ein neuer werden soll und verändert werden soll. Und dazu sind, ich zeige hier Rosemarie Trockel, sind zahlreiche Werke angekauft worden, zum Beispiel auch Annette Messager, Souvent, es sind ganze Räume angekauft worden, oder auch Nancy Spiro, die fantastischen Zeichnungen gegen den Vietnamkrieg, die sie 86, 88 gemacht haben, sozusagen auch Zeichnungen, die in der Hängung einen ganzen Raum ergeben. So dass man sagen kann, dass jetzt die Ankäufe seit den letzten Jahren etwa 50% der Gesamteinkäufe umfassen. Auch das Thema des Künstlerraumes ist von uns verstärkt worden. Ich gehe nochmal gerade zurück. Sie sehen hier, Rosemarie Trockel haben wir eingeladen, in die bestehende Sammlung etwas wie eine Intervention zu machen, mit der sie sich auch auseinandersetzt mit Francis Bacon und den umgebenden Werken, vor allem aber mit Agnes Martin. Das ist auch eine Hommage auf Agnes Martin. Und wir haben aber sehr stark immer in Räumen gedacht. Aus folgendem Grund: Wir finden, dass der Künstlerraum in der heutigen Zeit eigentlich das Äquivalent ist zur Sammlungsstrategie von Werner Schmalenbach. Also das große, starke, aufgeladene, verdichtete Einzelwerk. Demgegen steht heute der Künstlerraum des zeitgenössischen Künstlers, der auch wie ein Gesamtbild wahrgenommen wird, in dem man aber eintreten kann. Außerdem ist der Künstlerraum gerade, zeigt die Leistung des Museums im Vergleich zu allen anderen Räumen der Gesellschaft aufs Schönste, weil man mit allen Sinnen sich in diesem Raum befindet und der Raum sich wirklich unterscheidet von Erfahrungen, die man außerhalb des Museums haben kann. Dazu auch zu diesem Thema, da habe ich jetzt kein Bild, wir haben unseren Rundgang durch die Sammlung versucht aufzubrechen durch die Einführung eines Labors mit Hilfe der Abteilung der Bildung, dass wir gesagt haben, dass man herauskommt aus dieser andächtigen Haltung, aus dieser Meisterwerkserzählung, dass man die Chance hat, in einem Raum durch ein partizipatives Projekt herausgerissen worden zu werden aus der passiven Haltung. Will ich nur als ein Beispiel erzählen, dass Thomas Struth für uns dort ein Projekt entwickelt hat, wo er mit der Musik einen Vergleich hergestellt hat zu dem, was eigentlich Qualität und Vollendung in der Kunst bedeuten können. Er hat das Publikum eingeladen, teilzunehmen an Meisterkursen in der Musik, wo es eben um höchste Begriffe von Qualität und Vollendung gingen, um eine Art Analogie zu schaffen und sich darüber Gedanken zu machen, was ist das eigentlich, dieser Qualitätsbegriff, mit dem wir hier so konfrontiert werden. Eine weitere Verstärkung unseres Umgangs mit der künstlerischen Produktion
und der Einbeziehung des Publikums bestand in einem Auftrag an Thomas Saraceno und auch grundsätzlich, sagen wir mal, die Haltung der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, vielleicht doch das zu machen und verstärkt zuzulassen und zu forcieren, was in den ersten Jahren abgelehnt worden ist, Experiment und der offene Prozess. Das spielt inzwischen eine extrem große Rolle, der offene Prozess, in dem der Besucher ein wichtiger eigener Teil wird. Kunstwerke wie diese Arbeit von Saraceno, die man begehen muss, um sie komplett zu erfahren, die man auch physisch, also auf andere Weise als bisher und in einer aktiven Haltung nur erfahren kann. Und ein Projekt, was auch diesen Aspekt betont hat, nämlich die Frage, eben wirklich ein Kunstwerk in Auftrag zu geben oder anzureizen, was bei uns entsteht. Und in diesem Fall war es Schorki, der seine Cabaret Crusades, The Path to Cairo, auf seinen Wunsch hin den dritten Teil bei uns im Museum produziert hat. Das heißt, die Glasmarionetten für diesen Film sind in Venedig, in Murano entstanden aus Glas. Die Bühnenbildner kamen aus Frankreich. Das Bühnenbild selbst ist hier entstanden, mit Hilfe auch der Kunstakademie. In allen drei Häusern ist das Ganze vorbereitet und aufgebaut worden über mehrere Monate. Und vor allem, und dies war für uns ein entscheidender Punkt, wir haben bei der eigentlichen Filmproduktion das Publikum mit zuschauen lassen. Und auch die Frage der schwierigen Aneignung des Themas mit dem Publikum geteilt, in einem Art Prozess des eigenen und des öffentlichen Lernens. Nämlich wir sind, das war ja auch gestern und vorgestern schon Thema, wir werden ja gerade über die zeitgenössischen Künstler punktuell an bestimmte Facetten der globalen Kunstgeschichte herangeführt, die uns vorher gar nicht so vertraut waren. Und wir haben durch Weil-Schorki gelernt, dass es eine ganz andere Sichtweise der mittelalterlichen Kreuzzüge aus der Sicht der arabischen Hochkultur gab. Und wie diese Sichtweise aussah und wie in Quellen das dokumentiert ist, wie man damals, wie die Araber den die mittelalterlichen Kreuzzüge empfunden haben, wie aber Weil-Schorki auch als Wanderer zwischen den östlichen und westlichen Welten daraus jetzt ein dichtes Kunstwerk macht, da waren wir sozusagen mit Teil davon und es war eben auch mit einem tiefen eigenen Lernen verbunden. Soweit sind, sagen wir mal, die Aspekte, die wir in den letzten Jahren unternommen haben, um uns weiterzuentwickeln in die Zukunft. Und ich möchte noch zum Schluss vielleicht noch so ein paar Fragen anfügen oder ein paar Stichworte, wo wir eigentlich gerade dran arbeiten oder die ungeklärt sind und wo ich mir auch in der Zukunft auch von Ihnen vielleicht Impulse verspreche. Ein wichtiges Thema ist natürlich eine Sammlung, die so sehr auf der Aura des Originals beruht. Wie wird sich das entwickeln, wenn wir versuchen, auch andere Teile der Kunstgeschichte weltweit hier einzuführen und darzustellen? Kann man das, sagen, beibehalten? Das Thema, was unsere Kollegin von der Tate, Eyersom, gestern ansprach, die Ablehnung oder die Abneigung zu didaktisch im Ausstellungsbereich oder Sammlungsbereich biografische Informationen oder überhaupt Informationen mit einzufügen. Eigentlich diese Sehnsucht danach, die Moderne jedenfalls pur zu erleben. Wie verhält sich das mit dem, dass wir unendlich viel an Wissen vermitteln, erstmal generieren müssen und dann auch unserem Publikum vermitteln müssen? Also welche Rolle, ist es so, wie Werner Schmalenbach geschrieben hat, die Dokumentation und Information gehört zwischen die Buchdeckel und die Kunst ist pur, oder wie kann man auch andere Formen von Ausstellungen entwickeln, die eben auch den Anforderungen gerecht werden, eine globale Kunstgeschichte hier einzuführen? Ich zeige nochmal den Ausgangspunkt. Es ist vermutlich mit einem radikalen Bruch in der Ästhetik verbunden. Oder auch nicht, das ist eine offene Frage. Und natürlich auch die Frage des Qualitätsbegriffs. Qualität wurde hier praktisch auf dem Hochaltar zelebriert. Wie gehen wir mit dieser Frage, was ist Qualität, wie entscheiden wir das? Ich bin froh, dass andere das, was ich hier nur bruchstückhaft anreißen konnte, weiter vertiefen werden und weiterentwickeln werden, denn es entstehen gerade zwei Doktorarbeiten. Martje Esser schreibt eine Doktorarbeit über unsere Gründungsgeschichte und Nora Dirani eine Doktorarbeit über unseren Prozess Museum Global. Und da freue ich mich sehr drauf und in ein, zwei Jahren sind wir da sicher ein großes Stück weiter. Vielen Dank.
Ja, wenn Sie Fragen haben, Frau Ackermann hat es angekündigt, wir haben nur ganz kurz Zeit, dann muss sie ins Ministerium fragen, aber vielleicht 2, 3 Fragen. Ich wollte Sie fragen, Sie haben am Mittwoch von einem Experiment gesprochen, was nicht gelungen sei. Was haben Sie da gemeint? Ich konnte das nicht. Ja, danke, dass Sie das nochmal aufgreifen. Das ist eine gute Frage. Wir haben im Rahmen dieser Maßnahmen, die wir praktisch gemeinsam im Team überlegt haben, was kann man tun, um Künstlerinnen auch sichtbarer zu machen in der Sammlung, haben wir uns auch Werke von Künstlerinnen, von denen wir meinten, dass sie fehlen oder dass wir sie gerne hätten, von Goncharova bis Gabriele Münter und so weiter, als Leihgaben ausgeliehen und einfach mitten in die Sammlung gehängt. Und diese Werke, es hat nicht funktioniert. Wir haben selber gesagt, eigentlich ist es gescheitert. Es war nicht überzeugend. Das, was zum einen daran liegt, dass man so gewohnt ist, diese Sammlung, man kennt sie so gut, diese bekannte Sammlung der Kunstsammlung, dass man vielleicht das abgewertet hat. Sie waren aber auch kleiner. Es waren die Ausstellung Die andere Seite des Mondes, Künstlerinnen der Avantgarde, hier gezeigt hat, die wir auch in dem Hause hatten. Künstlerinnen haben oft kleinere Formate genommen. Sie haben andere Medien genommen. Sie waren sehr stark in der Performance, im Film. Sie mussten oft reisen und mussten ihre Werke mit sich tragen. Sie haben oft nicht die 2x3 Meter großen Leinwände bestellt. Und von daher sind sie eigentlich untergegangen. Und das ist eine Erfahrung, die wir auch mit Kollegen aus der Tate und aus der Reina Sophia diskutiert haben. Alle haben eigentlich diese Erfahrung gemacht, dass dieses so einfach dazwischenhängen meistens nicht funktioniert. Vielleicht noch eins dazu, zu dieser Frage des Kanons oder Kanonisierung. Ich weiß nicht, ob einige von Ihnen das auch erlebt haben wie ich, als in Berlin nach der Wiedervereinigung die Gemäldesammlungen von Ost und West zusammengeführt wurden und am Vorabend der Eröffnung einen Abend lang diese Werke ohne Beschriftung gezeigt wurden. Man also sich nicht mehr ganz sicher war, kommen die eigentlich aus dem Osten? Gabriele Knapstein lächelt. Kommen sie eigentlich aus dem Osten oder kommen sie aus dem Westen? Ich weiß nicht, wie ich mich dabei ertappt habe, zu sagen, die sind aber alle viel schlechter, die aus dem Osten kommen. Und dann wurde mir klar, die sind einfach nicht so stark in den Kanon eingegangen. Die sind nicht so oft produziert worden. Also man ist sehr stark manipuliert davon, von dieser Frage, was man kennt und tun. Vielen Dank für die Herleitung und die interessante Geschichte, die ganz offensichtlich eine sehr deutsche und eine sehr deutsche sozusagen Schuldgeschichte ist. Und jetzt hatte ich fast gedacht, jetzt kommt der Dreh sozusagen und das wäre der Grund vielleicht auch, warum man sozusagen aus der deutschen Geschichte, Kolonialgeschichte beispielsweise oder sozusagen Düsseldorf als Drehscheibe der Globalisierung jetzt doch auch überlegen könnte, naja, vielleicht müssen wir sozusagen aus dieser Tradition auch überlegen, welche Rolle sozusagen die Nicht-Nord- oder die Nicht-West-Kunst bedeutet. Das haben Sie nicht gemacht. Im Grunde genommen auch okay, dass es sozusagen nicht der Schuldkomplex ist, aber dennoch ist mir immer noch nicht so ganz klar, sozusagen, warum das jetzt, außer dass es alle machen oder außer dass es man sich die Augen öffnet, sozusagen, da passiert was in der Welt, dass wir sehr viele internationale Biennalen haben, sozusagen, was wäre das Movens, ähnlich vielleicht wie bei Schmalenbach, das ein sehr starkes war, ein sehr stark biografisches, das kann man natürlich nicht erholen, aber sozusagen könnte man da doch nochmal vielleicht ein bisschen mehr aus sozusagen einer inneren Motivation heraushören. Ja, auch danke für diese Frage, weil ich habe es vielleicht nicht so ausgesprochen, aber natürlich haben wir es im Kopf oder tragen es mit uns. Also ich habe mich natürlich auch kritisch mit dieser Vorgeschichte auseinandergesetzt, weil es ja auch die Gefahr eines Stillstands gab. Also man kann sich auch ausruhen auf diesem Etikett der heimlichen Nationalgalerie. Aber wir haben ein Extrem. Ich wollte auch zeigen, dass wir eine sehr extreme Sammlung haben. Sie ist extrem konzentriert auf europäische, Paris-orientierte europäische und nordamerikanische Kunst. Männliche Kunst, weiße Kunst, kann man sagen. Und wie geht man jetzt in unserer Generation damit um, mit diesem extremen Ausgang? Vor 2 Jahren haben wir eigentlich noch gedacht, nein, wir machen so weiter, wir müssen uns spezialisieren, nur dann haben wir unsere Rolle. Aber durch die ganze Rhetorik eigentlich unserer Entstehungsgeschichte, den Anspruch, der erhoben worden ist, das MoMA von New York zu sein oder von Deutschland zu sein, diese Internationalität, dann muss man sich irgendwie neu definieren. Dann ist auch ein wichtiger Movens, dass
ja, wir sehen, wir immer mehr Kenntnisse haben von der fantastischen Moderne in anderen Teilen der Länder. Und es stimmt eben nicht, dass die Qualität eben dort nicht die gleiche ist. Also was wir vielleicht lange geglaubt haben oder nicht gewusst haben. Man entdeckt plötzlich, mein Gott, und das ist ja sogar noch zu erwerben, in Sao Paulo. Wir machen ständig diese Entdeckungen. Entweder ist es zeitgleich oder es gibt eben diese Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen und diese zeitlichen Verschiebungen. Und eigentlich ist es so, sind wir durch die, letztlich ist es so auch durch die Künstler. Es ist nicht unbedingt, dass es jetzt ein Modephänomen ist, weil es alle machen. Ich glaube, es ist durch unsere intensive Arbeit mit den Künstlern, die ja zu globalen Nomaden geworden sind und durch die wir ständig immer wieder mit der Frage konfrontiert sind, uns zu vertiefen und Kenntnisse anzueignen, dazu gekommen, das zu empfinden, dass es so zwei Diskrepanzen gibt. Diese Sammlung, die so wie stillgestellt ist, es ist irgendwie wie stillgestellt. Es wurde auch manchmal gesagt, man sollte diese Schmalenbach'sche Schatzkiste eigentlich geschlossen halten. Das hat man, glaube ich, mal Bocquant gesagt. Und ich finde, das geht einfach nicht, weil man kann es auch nicht so trennen mehr voneinander. Und deshalb müssen wir jetzt gucken, was entspricht, was ist das Äquivalent in anderen Teilen der Welt. Aber natürlich ist diese Frage des Qualitätsbegriffs, des Originalsbegriffs, der Medien. Was ist, wenn Textilien das Äquivalent sind in anderen Kontexten? Das wird unsere Sammlung ja extrem verändern. Was gibt das für einen ästhetischen Bruch? Und darauf haben wir noch keine Antworten, aber wir haben einfach uns auf den Weg begeben. Ja, ganz kurz von mir auch noch eine kleine Frage. Und zwar, wir haben ja gestern sehr schön über Biografien gesprochen. Ich finde, das passt sehr gut auch zu dem Begriff des Meisterwerks. Die Kunstgeschichte betrachtet ja solche Begriffe nicht mehr in der modernistischen Art und Weise. Wir sprechen heute auch nicht mehr von Meisterwerken, aber vielleicht eine gewisse Chance, was Sie gerade beschrieben haben, Weil Schockis Werk auszustellen, besteht ja darin, vielleicht dieses neue Verständnis vom Künstler als einem Akteur stark zu machen, als einem Akteur, der in einem gewissen Netzwerk liegt, der nicht mehr für sich alleine sozusagen einen Raum beansprucht, weil er darin sozusagen seine eigene künstlerische Ästhetik manifestiert, sondern weil er gleichzeitig Akteur in einem kulturellen Netzwerk ist. Und dieses kulturelle Netzwerk kann man tatsächlich auch über künstlerische Entwürfe verstehen. Ich glaube, das ist vielleicht sozusagen die Chance auch eines Museums, was die Künstler ernst nimmt, und zwar auf eine ganz spezifische Art und Weise. Jetzt auch mit einem Blick auf die Gegenwartskunst oder auch zurück, diese Netzwerke im Ästhetischen sichtbar zu machen. Also ich glaube, das wäre jetzt mal so eine Idee, auch an Biografie und Meisterwerke aus anderer Sichtweise zu denken. Ja, das finde ich hier nochmal einen sehr schönen Gedanken. Ich hatte ja gestern in der Diskussion ein kurzes Stichwort gebracht, der simultanen Ausstellungen oder die Frage, ob man eben durch ein Netzwerk über Museen, also nicht nur über die künstlerischen Netzwerke, sondern ästhetischen Netzwerke, sondern auch durch den Zusammenschluss verschiedener Museen in der Welt, die an ähnlichen Fragestellungen ja gerade arbeiten, sozusagen das als Gesamtes zu denken. Also nicht zu denken, man muss jetzt hier in der einen Sammlung die ganze Geschichte erzählen oder die eine Lösung zu finden, sondern uns auch als Teil eines internationalen Netzwerks bringen, wo Teilgeschichten erzählt werden, die man aber wiederum zurückspielen kann. Also das ist auch so ein Punkt, über den wir gerade nachdenken. Ich weiß nicht, ob ich es... Okay. Sie haben den Herrn Schmalenbach ja ausführlich gewürdigt und sagten, dass er ja sogar bereit war, dritt- oder vermeintlich viertklassige Werke zugunsten von Ankäufen zu opfern. Frage 1, hat das tatsächlich dann stattgefunden oder ist er dann daran gescheitert? Und zweitens, wie stehen Sie persönlich dazu oder wie geht das überhaupt sozusagen hinsichtlich der Frage, welches Gremium trifft so eine Entscheidung dann? Ich habe Sie irgendwie zum Schluss akustisch, also die erste Frage war, können Sie nochmal, Sie sprechen zu dicht. Dass Sie ja, die erste Frage ist, hat das tatsächlich stattgefunden? Also hat es einen Entsammlungsprozess überhaupt gegeben? Und zweitens, wie stehen Sie persönlich dazu? Ah, jetzt habe ich verstanden. Nein, es hat nicht stattgefunden. Ich stehe da grundsätzlich, ich bin dem nicht abgeneigt, auch Werke sozusagen zu entsammeln oder zu verkaufen oder zu tauschen, wenn das von vornherein unter diesen Bedingungen in die Sammlung gekommen ist. Also ein sehr schöner Fall ist die Gabriele Münter und Johannes Eichner Stiftung, wo der erste Direktor des Lehmbachhauses, Konrad Röthel, gleich festgelegt wurde, dass aus der Sammlung heraus die schwächeren Werke verkauft werden müssen, um sozusagen eine erstklassige Linie, Abfolge von Werken des Blauen Reiters erzeugen zu können,
was ja auch die Qualität dieser Sammlung letztlich ausmacht. Also wenn es von vornherein sozusagen Teil der Bedingungen ist, finde ich das gut, aber sonst muss man grundsätzlich natürlich sagen, auch das Gewachsene, die historischen Entscheidungen, die manchmal auch durch Zufälle hinzukommen, haben auch ihren eigenen Wert und werden vielleicht viel später, treten sie erst zum Vorschein. Genau, noch eine letzte Frage und alle weiteren Fragen können wir ja nochmal in der Abschlussdiskussion aufgreifen. Ja, gut. Ja, vielleicht weniger eine Frage als noch einen Gedanken. In Berlin arbeiten wir ja parallel an dieser Fragestellung Museum Global und wir haben die interessante Situation, dass wir in Auseinandersetzung mit unseren Kollegen aus dem Museum für Islamische Kunst oder für Asiatische Kunst kommen, die selber zeitgenössisch sammeln wollen, jetzt im Hinblick aufs Humboldt-Forum und sich da eine interessante Konstellation ergibt, dass wir einerseits in der Nationalgalerie diese Frage bearbeiten müssen, wie öffnen wir zum jetzigen Zeitpunkt die Sammlung für eine globale Betrachtung von Kunstgeschichte und andererseits diese Kollegen, die aus der traditionellen Geschichte anderer Kulturen heraus das Bedürfnis entwickeln, diese Sammlung auch weiter fortzuschreiben. Da gibt es noch keine wirkliche Lösung für diese Situation, aber diese Gespräche werden natürlich in Berlin in der Zukunft interessant sein und vielleicht auch zu anderen Akzentsetzungen führen, als das jetzt aus der Geschichte der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen heraus der Fall sein wird. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich nicht unkritisch sehe. Also zum Beispiel im Ethnologischen Museum in Berlin, da ist einerseits eine sehr schöne Arbeit von Karin Sander in den Eingang gestellt worden, aber mitten rein Ai Weiwei in die chinesische historische Sammlung, vollkommen unverbunden, ist aber überhaupt nicht überzeugend. Also was oft gerade auch passiert, also würde ich das ausdrücken, dass dieser Prozess des Auseinandersetzens mit dem Globalen an die Künstler delegiert wird und eigentlich nicht wirklich durchdacht wird, sondern man stellt dann eben ein Kunstwerk damit rein, um so einen irgendwie offenen Prozess auszulösen. Und ich meine, die Künstler sind, die in der zeitgenössischen Kunst gibt es ja eine sehr starke Tendenz, sich mit der globalen Moderne auseinanderzusetzen. Und da sind wunderbare Beispiele vorhanden. Wir haben hier im Team über Vincent Mesen diskutiert, der mit dem Künstler aus dem Kongo gearbeitet hat und eine Form der Aufarbeitung der belgischen Kolonialgeschichte als Künstler geschaffen hat, die intellektuell, ästhetisch und symbolisch funktioniert. Also über die Aufstellungsarchitektur. Wunderbar. Das ist aber das eine. Das heißt trotzdem nicht, dass wir es komplett, finde ich, sagen, an die Künstler delegieren können. So. Aber Monika Joneda hat vielleicht noch die letzte Frage und Bemerkung. Ich versuche mal. Danke. Ja, ich würde diesen Gedankengang weiterführen, also welche Möglichkeiten, Alternative haben. Also ich nehme meine Anregung von Gabriele Jenes, Begriff des Netzwerkes und ja, Sie haben so eine Möglichkeit des, oder zwei Möglichkeiten des Netzwerkes. Ich denke, wenn auch es, auch wenn man nicht Kunst aus verschiedenen Weltregionen wieder hier in den Mittelpunkt sind, auch mit der eigenen Sammlung arbeitet, es gibt noch Möglichkeiten, die bislang so unterdrückt worden sind. Also ein Bild in sich könnte auch ein Knotenpunkt eines Netzwerkes sein. Also viele von den Beiträgen haben uns in den letzten zwei Tagen so ein bisschen dafür sensibilisiert, wenn man in der eigenen Sammlung arbeitet und versucht, Geschichten, die bislang noch nicht erzählt worden sind, weil an diesem historischen, wie Sie so schön geschildert haben, Momente, wo die Sammlung entstand, waren so andere Bedürfnisse, andere methodischen Ansätze, die man praktiziert hat. Aber heute, also diese ganze White Cube ist auch so ein ideologischer Rahmen, weil es alles, was der Bild als Netz, so Netzwerk macht, wieder ausschließt. Ne? Und wenn man das Bild in sich öffnet und versucht, Geschichten, die in den Bildproduktionen selbst stecken, aber das hier nicht deutlich werden, und ich meine nicht, dass man so ganze Textblöcke daneben stellen sollten, aber Wege findet, dass mit dieser Sammlung auch was Neues zu machen, was bislang so versteckt worden sind. Ich glaube, da sind auch Möglichkeiten.
Ja, vielen Dank, Monika Schoenischer. Ich bin gespannt auf das weitere Gespräch und ich denke, dann wird auch zunehmend mehr sichtbar werden und sich auch verändern. Ja, ich muss jetzt leider, vielen Dank und... Genau, bevor wir jetzt mit dem nächsten Panel Kunstsammlungen und nationale Identität, moderiert durch Isabel Tsching von der Universität Heidelberg, weitermachen, würden wir Sie einladen, 5 bis 10 Minuten Pause zu machen. Wir haben da oben Wasser hingestellt, das Sie sich gerne nehmen können und ein bisschen die Beine vertreten. Mhm.